Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir wollen die Rettungskapsel finden. Ich denke mal, ich muss noch ein Stückchen hier rüber. Und dann mein Glück probieren, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Wir sind gestärkt. Ich habe gegessen, ich habe getrunken. Müsste theoretisch dann passen, ne? Und ich denke mal, von hier aus soll das Heck, glaube ich, sein. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Hier rüber irgendwie südwestlich. Also in die Richtung ungefähr, ne? Sollte das dann sein. Ich würde mal sagen, ich bleibe mal ein bisschen unter Wasser und hoffe, dass ich es nicht übersehe. Wird schon werden, hoffe ich. So, ich werde mal ein bisschen so schräglich bleiben. Schräglich, verstehst? Das neues Deutsch, schräglich. Hoppala. So, ich wollte nur schauen, was haben wir mit? Ja, ja. Batterien habe ich auch zwei gebaut, damit wir ein bisschen vorwärts kommen auch hier. Ich denke, das wird schon werden. Klopschi, warte. Fuhr das auch. Mist. Das dachte ich schon, ich könnte ihn schnappen. Weil wegen Hunger dann schon mal, ne? Ein bisschen. Schau. Egal. Wo sind wir? Da sind wir. Hier müssen wir hin. Das dachte ich schon, hey, da ist was. Dabei ist das nur ein Fels. Halt. Also das war nur Schlingpflanze, okay. Ich dachte schon, hä? Ich sehe Gespenster. Jawohl. Gut. Ich werde versuchen, ein bisschen an der Oberfläche noch zu bleiben, damit wir Sauerstoff kriegen. Und dann schauen wir mal, ne? So. Doof ist nur irgendwie. Aha, schau mal, da ist eine Insel. Vielleicht sind sie da irgendwo in der Nähe abgestürzt. Aha, da wäre schon wieder ein Signal. Alter, ich kann gar nicht so oft Signale da anhören. Unfassbar. Ich tauche mal ein bisschen tiefer. Mal schauen, wo wir hier sind. Ja. Ja, 200 Meter tief müssen wir. Es ist schon finster, ne? So ein Dreck. Aha, jetzt haben wir die 200 Meter. Okay. Da müsste es dann irgendwo sein, ne? Meter tief haben sie gemeint, sind sie, ne? Was ist denn das für ein komischer Ball? Hä? Ein Leuchtglobus. Schauen wir mal, ich schwimme inzwischen wieder hoch. Leuchtglobus, jo. Diese ungewöhnliche Pflanzenart wurde ausschließlich in den tiefen Riffen gefunden. Sie besteht aus einer großen, kugelförmigen, gasgefüllten Membran, die mit ihrem Wurzelsystem am Meeresboden verankert ist. In diesen Tiefen soll dieses Gebilde wahrscheinlich... Ich schwimme schon hoch, ne? Ich warte mal, es geht mir zu langsam. Ich muss Gas geben, sonst saufe ich wieder ab. So, passt. Wo waren wir hier? Wo waren wir? So, da. In diesen Tiefen soll dieses Gebilde wahrscheinlich nicht den Zugang zum Sonnenlicht verbessern, sondern eher die Fähigkeit, den Globen sich zu verbreiten. Wenn die Globen eine ausreichende Höhe erreicht haben, platzen sie und setzen Sporen frei, die durch Wasserströmung in die Umgebung verteilt werden. Aha. Dann Baupläne, Stasegewehr. Das Stasegewehr nutzt patentierte Technik, um die Zeit um ein Objekt herum fast bis zum Nullpunkt zu verlangsamen. Ach so, soweit es die physikalischen Gesetze erlauben. Das Zielobjekt wird dabei zum Stillstand gebracht, ohne seine
modernen Funktionen zu schädigen. Es wurde zur Vereinfachung von wissenschaftlichen und technischen Operationen entworfen und erweitert so den Handlungsspielraum in zeitkritischen Szenarien. Das Stasi-Gewehr besitzt eine unabhängige, austauschbare Batterie. Wirkungsbereich und Dauer können durch das Halten des Abzugs vergrößert bzw. verlängert werden. Übliche Anwendungen beinhalten Verlangsamung von sich schnell bewegenden Teilen, zum Beispiel Keilriemen, um Wartungsarbeiten zu vereinfachen. Pausieren der biologischen Prozesse von Organismen zu Studierzwecken. Navigieren in gefährlichen Gebieten durch das Einfrieren potenzieller Bedrohungen. Anmerkung: funktioniert möglicherweise nicht korrekt bei größeren Lebewesen. Das Stasi-Gewehr von Altera. Wenn ihr Leben eine Pause-Taste braucht. Ah, okay. Schön. Ja. Der Kommunikator Rettungskapsel 12. Das habe ich jetzt unabsichtlich schon gemacht, weil ich wollte schon mal aufnehmen, nur habe ich nicht gemerkt, dass das Aufnahmeprogramm nicht mitgemacht hat. Also wir haben hier einen Notruf von einer weiteren Rettungskapsel bekommen, von der 12er. Oder vertue ich mich jetzt gerade? Glaube ich, die hatten wir schon, ne? Auf jeden Fall stimmt das schon. Ich habe nämlich mal kurz müssen das Spiel also neu starten. Ihr habt nichts verpasst bis jetzt. Außer bei dem einen Signal bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das war die Rettungskapsel 13, die sich schon bemerkbar gemacht hat. Die 12 hatten wir letztes Mal, ne? Und die 13er steht jetzt an. Das ist auch das Symbol hier auf der Seite, was wir kurz gesehen haben. Die ist jetzt auch schon dann verfügbar. Also ich komme beim besten Willen immer nach, ey. Ich finde, die sieht man nicht einmal an. So. Also. Alles nach der Reihe. Auf jeden Fall, sonst habt ihr nichts versäumt. Ja. Glaube ich. Ja. Ja. Jetzt wäre es halt schon schön. Batterie ist aus schon wieder. Jetzt wäre es halt schon schön. Membranbaum. Ich scanne jetzt einfach mal, ohne zu lesen. Quarz, Quarz, Quarz. Das nehmen wir wieder mit für Gläschen. So, Rettungskapsel und so, ne? Ist wieder so ein... Ah, Rubin, da schau her. Nehmen wir gleich mit. Den brauchen wir eh. Den brauchen wir eh. Ja, okay. Ja. Batterie. Sofort in die Oberfläche. Den Rubin möchte ich nicht verlieren. Ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Ich bin viel zu tief. Das saufe ich jetzt ab. Das kann ich gar nicht mehr schaffen. Ich hoffe, der Rubin ist nicht weg. Ja. Okay, das war zu tief. Muss ich aufpassen beim nächsten Mal. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Glück gehabt. Gut. Ich werde das jetzt auch gleich alles verbunkern hier. Und, achso, falsches Ding. Da, die habe ich gemeint. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Der ist grantig. Alter Schwede, ich komme da echt nicht mehr nach. Ja, warte mal. Fällt das jetzt unter dem hier? Rubin. Ach so, geologische Daten. Rubin. Dann können wir vielleicht noch durchlesen, noch schnell. Ein harter, blutroter Edelstein aus Aluminiumoxid. Die strukturelle Integrität von Rubinen kann im fortgeschrittenen Fahrzeugbau und der Fahrzeugmodifizierung eingesetzt werden. Beurteilung: unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Hoppala. Okay, dann schauen wir mal. Da konnte ich doch was bauen, oder? Mit dem Rubin. Da konnte ich... Oder nicht?
Mobile Fahrzeugstation, die Tarnbahn, Schmierstoff, Energiezelle. Das könnte man eigentlich auch schon bauen. Brauche ich nur Schmierstoff und Energiezelle. Was brauchte ich für die Energiezelle? Warte mal. Die Energiezelle. Silikongummi, da muss ich eh kurz runterschwimmen. Dann kann ich mir die zwei Sachen holen, weil vielleicht Tarnbahn habe ich, glaube ich, mehr als genug hier drin. Da, die Tarnbahn habe ich genug. Könnte man machen, ne? Aber fürs andere habe ich keinen Platz. Salz habe ich eines hier lagern, das passt eh. Machen wir bei passender Gelegenheit, glaube ich. Boah, ich will zu viel auf einmal, das langsam, alles nach der Reihe, ne? Also wir haben unsere Sachen noch beieinander. Ich habe nichts verloren. Ja, das ist echt doof. Da muss ich wirklich schauen, dass ich zuerst zu Aurora hin und dann geradeweg darüber. Sonst wird das nichts, glaube ich. Mit der Rettungskapsel. Es ist halt auch so viel zum Bauen, ne? Es ist schon... Man wird dir das schon fast erschlagen. So, einmal Blasenfisch. Einmal Klubschi mit ein bisschen Glück. Jawohl. Geht ja. So. Da hätten wir nochmal einen Klubschi. So. Versuchen wir mit ein bisschen Tempo. Es muss ja möglich sein, dass man dieses Ding findet, diese Rettungskapsel. So, fast. Das müsste ja schon ungefähr in der Richtung hier sein. Ich probiere es einfach mal. So. Ja, genau. Da haben wir schon die Leviathane. So. Bin immer so ein bisschen konzentriert, was die Umgebung betrifft, zum Anklubschen. Okay, da ist tief. Da geht es sehr tief runter. Wenn sie da runtergefallen sind, habe ich keine Chance. Da unten wäre so eine Möglichkeit, ne? Das könnte ich mir schon einreden lassen, dass die da unten sind. So, mal ein bisschen Luft wiederholen. Und dann schauen wir uns das mal an. Aurora ist... Ja, ungefähr richtig könnte man sein. Eventuell. So, Luft haben wir genug. Dann schauen wir mal. Finster wird es auch. Aber ich glaube, da unten ist sowieso generell finster. Ja. Ja. Schrott haben wir wieder da. Ich denke mir, ich sehe was, dabei sehe ich gar nichts. Ah, da ist sie schon. Haben wir sie schon gefunden. Hallo. Was haben wir denn da? Spielzeugauto. Ernsthaft. Zurückgelassene BTA. Oh, was haben wir hier? Ungewöhnliche Puppe. Okay. Runter. Probebehälter. Einsammeln. Okay. Ansonsten ist hier alles kaputt und leben tut hier auch schon wieder keiner. Oh oh. Oh oh. Ganz schnell. Schnell Luft holen und dann gehen wir auch das Auto holen. Ich nehme das lieber sicherheitshalber mit. Da schmeiße ich vorher einen Titan weg oder so. Da, schnell, 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 schnell. Das geht sich diesmal aus. So. Mal lupschen. Was haben wir denn da? Das Spielzeugauto scheint recht groß zu sein.
Ein besonders nutzloser Glasbehälter. Super, danke. Das kann man scheinbar immer brauchen, oder wie? Dann schmeiße ich mal einen Titan weg, weil von dem kriegen wir noch leichter was. Würde ich sagen. So, und dann hat hoffentlich das Auto schon Platz. Vielleicht noch eins. So. Gut, dann holen wir das schnell. Haben wir die Rettungskapsel schon gefunden? Dann schauen wir noch ganz fix, ob hier in der Umgebung noch irgendwas zu scannen gibt. So, das Auto nehmen wir mit. Hier, graue Kappe einsammeln, okay? Keine Ahnung, wofür die gut ist. Ist halt so, ne? Ne, so, ne? Aha, Mikroskop. Funktionsunfähig, aber zum Scannen, glaube ich, gut, oder? Nein? Was haben wir hier? Nix. Da ist auch nix. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass man hier noch was scannen kann. Schaut aber nicht so aus. Wenn nichts ist, ist nichts, ne? Vollzimmer? Vollzimmer. Ein ungewöhnliches Überlebenswerkzeug. Echt jetzt? 30 Sekunden. Ja, das davon wollte ich noch scannen. Augenstängel. Schneller, 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 schneller. Passt. Gleiter und tschüss. Gut, die Rettungskapsel. Ja, bin schon unterwegs. Die Rettungskapsel hätten wir mal. Ich glaube, das schaffen wir noch. Ja. Sehr viel Glück. Passt. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Was es mit dem auf sich hat, keine Ahnung. Kann man das echt für irgendwas gebrauchen? Hinstellen. Okay, ich habe keine Ahnung. Egal. So. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, alles wieder zurück. So. Taschenlampe hatte ich dort, ne? Sowas, glaube ich. So. Irgendwie. So. Gut. Was ist mit der Kappe? Die ist auch nutzlos. Graue Kappe, nicht kompatibel mit Schutzanzügen. Ist halt so. Ist auch was zum Aufbewahren, denke ich. Okay, dann hätten wir das, ne? Bauteile. Bauteile, Bauteile. Gekochter Spatenfisch. Dann gebökelter Spatenfisch. Jawohl. Signalboje habe ich jetzt auch noch nicht fertig. Zyklopgeschichte dauert auch noch ewig, bis wir die Teile haben. Mehrzweckraum wäre schön zu haben. Wärmekraftwerk auch. Kernreaktor. Lebensform, Zucht, bla bla. Modifizierungsstation. Eine ungewöhnliche Puppe. Jo. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich von einem Programmierer oder so. Keine Ahnung. Oder von einem Forschungsmitglied. Egal. So. Das zu dem. Ich würde sagen, dass wir wieder mal zurückkehren zu unserer Hauptbasis. Die Sachen wieder mal wegräumen. Und dann würde ich mal meinen, werden wir die 12er Rettungskapsel probieren. Zu finden, eventuell. Aufzeichnungen, Datenbank.
Luftbomben, bla bla bla. Downloads, da. Überleben, Aurora, 13, 7. So, unterbrech. Durchgebrannt, keine Grund. Batterie, wie wär's mit einer Batterie? Bitte schön, ein Kinderspielzeug. Eine Tiefseetauchungsart gefällig. Hier sind ein paar Laborgeräte. Hungrig? Ich kann dir diese Frucht in Staub verwandeln. Ich mache weiter mit Versuch und Irrtum. Ich drücke jede Taste. Irgendwas muss dann Brauchbares rauskommen. Okay. Want a battery? Here, have a children's toy. Leben die dann noch alle oder sind sie jetzt über den Jordan? I'll turn that fruit into dust for you. I'm going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Calorie intake recommended. K.A. 250 Meter gesunken. Meeresboden. Wo wäre die? Hier drüben. Okay, ich glaube, ich fahre mal nach Hause. Haben wir jetzt ein Essen mit? Zwei Fischelis. Ja, ich glaube, ich schwimme mal zurück zur Hauptbase. Mach uns was zu essen, glaube ich. Und dann können wir uns eigentlich eh den Kerl da anschauen, weil der ist dann eh nicht mehr so weit weg, bilde ich mir ein. Ein paar Batterien wären nicht schlecht. So 20.000. Ja. Ja. Servus. Das ist... Ja. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Habe ich das... Alter? Das war jetzt aber nicht normal, oder? Hilfe! Egal. So, was wollte ich? Ja, wir haben hier einige Rettungskapseln noch zum Anschauen. Die da hinten wäre noch sowas. Aber irgendwie gibt es keine Überlebenden. Sind die entweder alle weggefressen worden oder ich bin zu spät gekommen. Das könnte auch sein, ne? So, wir müssen darüber. Ich glaube, ich werde bei der Rettungskapsel kurz mal vorbeischauen und mir da schon das Essen machen, weil sonst verhungere ich noch, bis wir drüben sind. Außerdem ist es eh finster und ich glaube, das ist so gar nicht verkehrt. So. Also, einmal. Und zweimal. Passt, das essen wir jetzt mal. Also, nom nom nom. Nom nom nom. Und einen guten Schluck. Genau. So. Passt, es ist stockdunkel wieder, Gott sei Dank. Sehen wir nichts. Also ihr seht nichts, ich werde die Taschenlampe, kann ich vergessen, ne? Ich könnte aber noch ein paar Batterien herstellen. Das könnte ich machen, bis es vielleicht hell wird. Dann holen wir uns noch da ein bisschen Säurepilze. Inventar ist voll. Loop. So, raus hier. Dann könnte ich hier nochmal, wenn ich Platz habe, leere Batterien bunkern. Oh, die war voll. Hoppala, Entschuldigung. So. Drei leere haben wir schon mal. War die jetzt auch leer? Na, die war voll. Was tue ich denn da? Nix. Eins, zwei, passt. Kupfer brauche ich. Hoppala. Kupfer. So ist fein. Und neue Batterie. So, und so, und so. Dann haben wir wieder drei Batterien.
So, und eine könnte ich vielleicht noch herstellen. Ich müsste den Platz dazu jetzt noch haben. Ein Säurepilz und einmal Kupfer, dann haben wir wieder vier. Das passt, glaube ich. Dann holen wir noch ein Pilzel, ein Schwammerl. Blub. So, dann haben wir vier Batterien. Dann kann ich auch die Taschenlampe wieder mal und so weiter. Ne? Ja. Die hier ist auch fertig. Nehmen wir nachher auch mit. Achso, Kupfer fehlt. Zocki. Glaube ich. So, jetzt aber. So, halt. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Ist unser Seegleiter müde? Nein. Die Batterie könnten wir. So, passt. Dann können wir hier nämlich die leere Batterie wieder da lassen. Passt. Das nehmen wir mit zu unserer Basis drüben. Ich würde sagen, das Salz lassen wir da. Quarz habe ich jetzt keines. Nein, nur das eine hier, das braucht man nicht. Die Tarnbahn muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Lithium brauche ich, glaube ich, auch nicht unbedingt. Passt, glaube ich. Das Medikit nehmen wir mit. Gut. So. Tja, Luft. Und zurück zu unserer Base, ne? So, ein bisschen tauchen. Und dort mal unsere Sachen hinbringen, die wir jetzt gerade so mit haben. Alles schön verbunkern und verstauen. Ah ja, apropos, habe ich jetzt noch Platz? Zwei. Diese Tellerscheiben. Muscheln. Tischkorallen, die meine ich. Die muss ich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen. Die brauchte ich doch für was. So. Zwei. Mehr Platz habe ich. Ich könnte das Titanium wegschmeißen. Dann könnte ich noch ein paar von denen mitnehmen. Wenn ich noch was anfinde. Von den Tellerkorallen. Da. Tischkorallen. Ich sage immer Teller. Ich bin auch so ein Teller. Das ist ein Tisch. Würdest du das zerteilen? Danke. So, und nochmal. So, nehme ich gleich mehr mit, weil wenn ich den wieder brauche, dann habe ich nichts. Einen habe ich noch Platz, passt. Und was zum Essen wäre noch gut. Ah, da hätten wir Luft, das passt ganz genau jetzt. Und es hat Boom gemacht. La 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 la. Sehr gut. Halt, was ist das? Achso, die hatte ich auch schon, glaube ich. Scheibenkoralle, genau. So, Aurora-Lein, da. Da muss ich hin. So. Vielleicht habe ich noch Glück und auf dem Weg finde ich noch ein Fischi an, das man zum Essen da... hier nehmen können. Da wäre ein Glubschi. Das würde ich gerade sehr... Jawohl! So, und einmal den Seegleiter. Die Richtung stimmt ungefähr. Dann schwimmen wir wieder rauf. Weil das eine Signal ist eh ganz in der Nähe dann. Rettungskapsel 3 und Rettungskapsel 12. Passt genau. Dann können wir uns das auch nochmal anschauen. Vielleicht habe ich tatsächlich was vergessen zu scannen. Ja. Weil das SEMA haben wir fertig normalerweise. Müsste passen. So, wo sieht man da? Sieht man hier schon? Oh, Ruck. Und dann könnte man dann wieder mal beim nächsten Part die Aurora besuchen, glaube ich.
Also die Kapsel 12 zuerst machen, dann Aurora. Ich muss mir da echt einen Plan mal aufschreiben. Das ist zu groß. Zu groß, zu viel. Ah, Zocki ist nur am Meme machen. Ja, ich bin halt überfordert. Was soll ich machen? Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Ich schwimme mal zurück nach Hause, lade unser ganzes Krempel aus und stärke mich mal. Und dann würde ich sagen, starten wir den nächsten Part mit dem Vorhaben, die Aurora zu besuchen. Das heißt, ich brauche Feuerlöscher. Ich brauche noch ein paar Batterien, würde ich sagen, damit das Reparaturwerkzeug funktioniert, wegen Schweißen und so weiter. Medikits brauche ich mit, trinken und essen. Ja, das werden wir mal zusammenkratzen, die nächsten Parts über. Und dann werden wir die Kapsel besuchen, wenn es passt, wenn es unter einem geht. Und dann werden wir die Aurora besuchen. So ist ungefähr der Plan. Circa in etwa. Mal schauen. Mal schauen, wie gut ich das dann hinkriege. Das schaut so schief aus, ne? Ist aber nicht, oder? Und ja. Trautes Heimglück allein. Und ja, dann schauen wir mal. Das tun wir wieder weg. Das tun wir auch weg. Das Glas behalte ich gleich. Das brauche ich eh. Die Tischkoralle tue ich dann auch schon mal hier 4 Stück weg. Dann tun wir... Ich brauche so einen Kleiderkasten. Für die Sachen. Und das Pröbchen. So. Passt. Und Essen machen wir jetzt auch dann gleich. Ihr Lieben, wie gesagt, ich bin dein Part jetzt da. Wir werden im nächsten uns für die Aurora und die Kapsel vorbereiten. Und also im nächsten Part und werden ja, versuchen mal ein bisschen voranzukommen, ne? Das ist immer der Grundplan, der allerdings etwas öfter scheitert als gewollt. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!